Willkommen hier in Assassin's Creed Valhalla mit mir, Nevelyn. Wir haben beim letzten Mal sehr viele Vorbereitungen gemacht. Einmal haben wir mit Vicky gesprochen und haben einige Schäden verhindert oder haben es jedenfalls versucht. Wir haben mit der Seherin gesprochen, um unsere, unsere Zweifel, unsere Bedenken gegenüber der Wahl des nächsten Jahres, zu beruhigen. Wir sollten ja von Haming einen Rat geben, beziehungsweise unsere Meinung dazu geben, wen wir als nächsten Jahr sehen könnten. Und wir waren mit Willi kurz unterwegs, beziehungsweise eigentlich nicht unterwegs. Er wollte allein unterwegs sein und dann haben wir bei einem verbannten Mann in einer Berghöhle unser Schild etwas aufschmücken lassen, weil der das ganz gut konnte. Und ja, soweit ist, glaube ich, alles bereit für den Scheiterhaufen. Wir müssen als nächstes mit Sunifa sprechen. Und ich bin gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Ich habe das Spiel gerade gestartet und irgendwie war da wieder online was irgendwie ein Problem. Das konnte irgendwie nicht geladen werden. Der Server konnte nicht abgerufen werden. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendetwas an Auswirkungen haben könnte jetzt zum Spiel. Vielleicht beim Speichern, dass es nicht bei der Cloud hochgeladen wird. Und vielleicht auch der Fotomodus vielleicht nicht funktioniert. Keine Ahnung. Sonst müsste es eigentlich soweit alles noch funktionieren. Hoffe ich jedenfalls. Nicht, dass dann so zwischendurch dann, das Spiel wieder komplett am Abschmieren ist. Bam. So eine kleine Information am Rande. Ich war heute das erste Mal seit, weiß ich nicht, fast im Jahr wieder in Odyssey drin, um etwas nachzuschauen. Und ich habe gemerkt, ich habe einen Speer ausgerüstet. Also muss ich meine Antwort darauf, dass ich generell keine Speere verwende, widerlegen. Verwende doch einen Speer. Womöglich ist es aber auch nur dieser eine Speer, weil der speziell ist. Den habe ich mir extra von den ISO erschaffen lassen. Also von daher, ja, ist es ein besonderer Speer. Ich werde mir vielleicht auch nochmal hier in dem Teil einen Speer vielleicht rauspicken, der was Besonderes ist. Der vielleicht auch, ja, mir gefällt. Bis jetzt habe ich nicht ganz so viele Waffen gesehen, die mir wirklich gefallen. Der Bogen ist ganz schick. Natürlich sind die Bogen generell eigentlich, ja, sind generell ganz gut zu gebrauchen. Ich muss mir dann nochmal genauer angucken, welchen ich dann wirklich dann am besten finde. Auf jeden Fall sind die Schilde meiner Meinung nach optisch nicht ganz so toll. Also es gibt natürlich schon ein paar schöne Teile, aber naja. Jetzt habe ich das vergessen, das Wort. Ich komme aufs Wort nicht. Naja, jedenfalls ist es nicht ganz so mein Fall. Und ich habe auch bei meinen Waffen in Odyssey habe ich eine Dänenaxt gefunden. Das fand ich relativ witzig,
dass man da eine Dänenaxt schon hatte. Ja. So wie ich sehen kann, habe ich, glaube ich, nur Äxte und Schwerter. Ah, nee, da ist ein Speer. Na toll. Ja. Vielleicht bekomme ich ja noch mal ein paar schönere Speere. Hier ist auch noch ein Speer. Oh, mal schauen. Ich bleib erstmal bei den Waffen, die ich habe. Genug gequatscht auf jeden Fall. Ja, okay. Wir sprechen jetzt noch mal mit jemandem, aber jetzt habe ich genug gequatscht über anderen Kram. Jetzt machen wir die Story weiter. Hast du mit der Seherin gesprochen? Ja, haben wir. Und wurden deine Fragen beantwortet? Einige Fragen ja. Auf andere muss ich selbst eine Antwort finden. Denkst du, dass es einen Platz für Vili in unserer Siedlung gibt? Er äußerte den Wunsch, mit uns zu leben und zu arbeiten. Wird er nicht der Jarl dieses Schiers sein, bevor der Tag endet? Das wird sich noch zeigen. Einige wollen lieber Trügvi an der Spitze sehen. Eivor, Trügvi hat nicht die Absicht zu führen. Er fühlt sich verpflichtet, seinem Herrn in den Tod zu folgen. Auf keinen Fall. Mein Vater würde solch eine Dummheit nie erlauben. Wie sonst soll ich meinen Jarl ehren in meinem Alter? Das sind nicht mehr meine Lande. Die Zukunft gehört dir, Vili. Das Feuer dieses Scheiterhaufens wird für meinen Vater brennen. Ich verbiete dir, ihm zu folgen. Ich werde nicht zulassen, dass du dich opferst. Verbietest du es mir als Freund, Vili? Oder als unser neuer Jarl? Als ein Mann, der will, dass du wieder zu Sinnen kommst. Okay, jetzt müssen wir wohl wie? Wählen. Trügvi. Ein jeder steht in einem Fußstapfen Hemings. Doch keiner der beiden will sich auf seinen Weg begeben. Braucht die Welt solch nutzlose, fackelnde Männer? Warum erhebst du nicht Anspruch und nimmst diesen Schier an dich? Das steht mir nicht zu. Dort, wo du dich bettest, jeder Hügel, den du besteigst, alles Silber, das du an dich nimmst, steht dir zu. Schränke dich nicht aus Nettigkeit ein. Snottinger Hamshir verdient einen Anführer, zu dem es aufschaut, dem das Volk vertrauen kann. Die meisten lieben Vili und er liebt sie. Doch ihm fehlt der Führungswille. Er könnte lernen, aber will er das? Und Trügvi? Standhaft und weise und dem Vermächtnis Jarl Hemings treu ergeben. Beinahe zu sehr. Doch er ist alt und seine Lebenslust hat ihn verlassen. Das beflügelt keinen. Das darfst du nicht! Ich erlaube es nicht! Ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Nur um deine Vergebung. Götter! Eivor, tu was gegen den Todeswunsch dieses Narren! Oh Mann, ich habe echt keine Ahnung, wen ich die. Ich habe keine Ahnung, wen ich von denen nehmen soll. Beide wollen Jarl. Ja, keiner von den beiden möchte der nächste Jarl sein. Und, naja, einer muss ja von denen Jarl sein, oder darf Eivor das dann doch machen? Ach, Gottchen. Snottinger Hampshire darf nicht noch jemanden verlieren. Tu, was du tun musst, Trickwi. Dies ist keine kleine Entscheidung, Trickwi. Yep. Sie hat einen hohen Preis. Der Schier wird ohne dich ärmer sein. Aber ich habe niemanden mehr. Der Sinn meines Lebens liegt tot auf diesem Scheiterhaufen. Das stimmt nicht. Wenn die Menschen Rat bei meinem Vater suchten, an wen sahen sie ihn sich wenden? Jarl Heming war mein Fels. Ja, ich beriet ihn, aber er fällte die schwierigen Entscheidungen. Wenn Heming hier wäre, würde er dich nicht auffordern, deine Weisheit zum Wohle aller einzusetzen? Und war es dein Schwur, Jarl Heming bis in den Tod zu dienen? Oder seinem Vermächtnis im Leben? Ich bleibe. Du besitzt Weisheit, Eivor. Mehr als ich gedacht hätte.
Keiner sollte umsonst sterben. Unnötig sterben. Trotzdem bleibt diese Entscheidung sehr, sehr schwierig. Willi oder Trickwi? Wie lange werde ich wohl noch Zeit haben, das zu überlegen? Naja, mal schauen. Oh. Sunifa. Im Dickicht wurden lauernde Pikten entdeckt. Willi jagt ihnen nach. Dieser Arschling. Er hätte mich erst wecken sollen. Zeig mir, wohin er lief. Lass uns die anderen holen. Da draußen wimmelt das von Pikten. Ich dachte irgendwie, Eivor würde meditieren oder sowas. Oder nachdenken. Dabei hat sie geschlafen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ist auch cool. Ich töte sie alle selbst. Wir sollten das geheim halten. Unsere Clans sind betrunken. Ja, die sind alle besoffen. Ja, wer weiß, ob die noch kämpfen können. Wir sollten das geheim halten. Ich verstehe gerade nicht so wirklich den Sinn dahinter, das geheim zu halten. Vielleicht um keine unnötigen Sorgen zu machen, falls Willi dahin scheidet oder wie. Ich versuche sie alle selbst zu töten. Ich kann mich allein um sie kümmern. Sag mir nur wo. Nicht weit entfernt. Ich zeige es dir. Sein Zorn hat ihn verzerrt, Eivor. Diese ganze Wut, die Traurigkeit. Sie haben Form angenommen. Stockarsch konnte seine Gefühle nie im Zaum halten. Stockarsch. Es musste so kommen. Ich hätte wachsamer sein müssen. Mach dir keine Vorwürfe, Dränger. Er konnte sich stets darauf verlassen, dass ich auf ihn aufpasse. Als Kind und auch jetzt. Wenn es diese Raserei braucht, um ihn von seiner Krankheit zu heilen, dann sei es so. Ich werde dafür sorgen, dass er sich dabei nicht selbst verletzt. Odin sei Dank, dass das mächtige Wolfsmal sein Schatten ist. Wir kümmern uns um unsere Familie, Sunifa. Ohne zu fragen. Ich hätte dasselbe für dich getan. Für jeden aus dem Raben-Clan. Das wissen wir, Drenger. Deshalb haben wir dir die Treue geschworen. Hier, Eivor. Hier hat Willi die Ermordung des Speers mit angesehen und ist dem Feind gefolgt. Ich eile zurück nach Hemtorf und sorge dafür, dass unsere Raben wachsam bleiben. Kehre du sicher zu uns zurück, Drenger. Okay, das werde ich auf jeden Fall. Was mich gerade eben wirklich stutzig gemacht hat, ich wusste wirklich, in welche Richtung Sunifa gehen würde. Deswegen blieb ich da auch gerade so ein bisschen stehen. Weil ich sehr verdutzt. Ja, ich war erstaunt, dass ich in die richtige Richtung gehen wollte. Ja, manchmal habe ich dann solche lustigen Einfälle, so eine, weiß ich nicht. Ich habe mir gedacht, okay, das könnte vielleicht der richtige Weg sein. So, ich hoffe sehr, wir finden Willi lebend und weitestgehend unverletzt. Das wäre schön. Oh, da ist noch eine Leiche. Oh, das ist eine Leiche von den Pikten. Noch eine Leiche von den Pikten. Okay, hier ist eine Schlange. Bam. Gut, bam. Oh. Die Höhle heißt Odin-Mine. Interessant. Ja, ich weiß gerade nicht. Okay. Kann man das hier kaputt machen? Ja. Sehr offensichtlich, dass der Schlüssel in der Nähe sein muss.
Oh, große Rune der Feinheit. Ja, ich hoffe sehr, dass wir den Wolf im Attentatkampf kalt machen. Naja, gut. Boah, wo kommt der denn her? Du kommst wie gerufen. Oh Mann, ich hasse Speere. Nein, den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den anderen treffen. Hier. Bäm. Wo ist er hin? Ach, da. Zu stören? Hör auf, Willi. Sie sind fort. Es ist vollbracht. Ach, ich habe Hähne mit mehr Kampfgeist gesehen. Ich auch, seltsamerweise. Was höre ich? Ist das der Donner? Das sind Schritte. Wir müssen uns zurückziehen. Folge mir. Schnell! Da kommen schon mal noch mehr. Sorry, dass ich jetzt hier gerade vielleicht ein bisschen unschön kämpfe. Ich kann mich gerade nicht ganz so gut konzentrieren. Da ist irgendwo eine Truhe. Da oben. Wie komme ich da hin? Geh nicht so weit weg. Wozu brauchen wir denn hier einen Krug? Wo willst du denn hin? Was fragst du mich denn? Ich will da oben hin. Ich weiß bloß gerade nicht wie. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier weiterkomme. Wie komme ich da hin? So. Jetzt habe ich das geklärt. Ich dachte, das wäre irgendwie jemand von der Werkstatt. Mein Auto ist gerade ein bisschen kaputt. Und ja. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit der Story. Ich weiß auch gerade immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Irgendwie muss ich da ja hinkommen. Klappt das, indem ich da einfach rüber springe und hoch? Müsste es ja eigentlich, ne?
Nee. Okay, da kann ich nicht hochklettern. Schade. Das ist blöd. Wie kommt man denn da bitte schön hoch? Falls da jemand Rat weiß, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Und dann laufe ich hier nochmal dann im nächsten Part her. Oder in einem anderen Part hier, also je nachdem, ja, wann ich das dann lesen kann. Oder ob überhaupt schreibt. Ich finde es sehr, sehr merkwürdig, dass man hier nicht wirklich einen Weg hat. Natürlich könnte ich jetzt hier versuchen, die Wand hoch zu klettern, aber ich weiß nicht genau, ob... Nee. Das klappt leider nicht wirklich dahin. Na gut. Dann folgen wir Willi wieder und... ja. Möglichst geräuschlos. Egal. Mir fallen ab und zu mal dann die Wörter nicht ein. Das ist echt blöd. Ach, das ist noch mehr. Hui! Ich finde die Waffe cool. Ey! Ich war gerade so im Rausch. Dong. Oh. Ich dachte kurz, es würde wieder ein Kopf abgehackt werden. Deswegen ist... Oh. So. Nö. Das war irgendwie ein bisschen langweilig, aber vielleicht, weil ich mich kurze Zeit nicht wirklich konzentrieren konnte. Jetzt habe ich nicht mitbekommen, was Eivor gesagt hat, aber nur gut, egal. Irgendwas mit den Kindertagen. Ey. Ey, ich wollte dich mit einem Schlag... Oh, hab ich schon gemacht. Geh nicht so weit weg. Ich soll nicht so weit weggehen? Du bist doch vorgegangen. Naja, egal. Oh, das war ein Fehler. Die sind nicht essbar. Ja, habe ich gerade auch gemerkt. Bei dem Schaden, den ich bekommen habe, beziehungsweise den Schaden, den bekommst ja eigentlich nur du, Eivor. Odins Erdloch. Ich muss kurz zu Atem kommen. Ja, ja. Was ich sagen wollte, sehr viele Orte, die mit Odin anfangen. Ah, bei Thors Donnerhammer. Da rauscht das Blut gleich schneller. Wild und tollkühn, wie unsere ersten gemeinsamen Schlachten. Weißt du noch? Die Insel nördlich von Stavanger. Ja, Kjötvi der Grausame bildete dort seine Berserker aus. Tölpelhafte Dummköpfe mit Schaum vor dem Mund. Wir verspotteten sie von den Baumwipfeln. Und der Betrunkene, weißt du noch? Suchte uns nackt wie der junge Morgen und fror sich dabei den Schwanz ab. Dann fing er an, eine Schneewehe zu besteigen. Warst du froh, von mir zu hören? Ich hatte mich schon gefragt, was du so treibst.
Aber ich lächelte, als ich deinen Namen hörte. Und fragte mich, ob du wie dein Vater wärst und den Clan inzwischen anführtest. Nun hast du deine Antwort. Eher wäre ich wie ein Troll und überließe den Clan dir. So geht das aber nicht. Als mein Vater zum Jarl ernannt wurde, gab es niemanden, der ihm half. Und er hatte trotzdem Erfolg. Doch ich bin nicht mein Vater. Ich will nur umherstreifen. Glaubst du, Sleipnir wäre zufrieden, in einem Stall angebunden zu sein? Egal, wie prächtig dieser auch ist? Hey, what? Was soll okay. das denn? Du hast Freunde, Willi. Und was ist mit Trügvi? Und mir? Und deinem Clan? Natürlich. Das weiß ich. Du kannst nicht ewig umherstreichen. Vergiss das nicht. Du bist von Menschen umgeben, die dich lieben. Und das wird sich nicht ändern, sofern du sie nicht alle wegdrängst. Ich verstehe die Wahrheit deiner Worte. Trollgesichtiger Stockarsch. Ein Hühnertrauger? Ist das denn möglich? Es scheint nämlich nicht möglich. Fusel auch. Mit Feuer getränktes Wasser. Ich lüge nicht. Abgesehen vom Tod deines Vaters, war es schön hier, Lili. Lustig sogar. Fragst du dich manchmal, was vielleicht passiert wäre, wenn uns das Meer nicht so früh in unserem Leben getrennt hätte? Welche Abenteuer wir gehabt hätten. Die Raubzüge, die Schlachten, der Ruhm. Die Romanze? Ich denke sogar daran, was wir füreinander hätten sein können. Weißt du, ganz am Anfang habe ich mir gesagt, ich weiß nichts über den Willi, den kenne ich irgendwie gerade wirklich nicht. Und ja, ich nehme einfach mal ja. Ich möchte irgendwie schon gerne auch einen Freund. Beziehungsweise, also ja, einen generellen Freund, Partner auch irgendwie. Ja, ich find das interessant. Die können ganz normal reden, freundlich sein und dann wepp. Ich habe mich total erschreckt, als Eivor erstmal so einen Klaps da dem Willi gegeben hat. Ich habe irgendwie auch darauf gewartet, dass da jetzt mal eine Auswahlmöglichkeit kommt. Und dann plötzlich dieser Faust ins Gesicht von Willi. Ich so, what? Und danach sind sie wieder ganz spaßig drauf. Das ist irgendwie, oh, möchte ich auch. Naja. Was nicht ist, das kann ja noch werden, ne? Auf jeden Fall nehme ich jetzt ja. Daran dachte ich auch. Mit ganzem Herzen. So oft, dass es manchmal schien, als wärst du gar nicht fort. Vielleicht war es so. Ich will dich, Eivor. Deine Wärme. Deine Berührung. Mir ist gerade eingefallen, wir haben doch zu Hause Petra. Oh, verdammt. Oh nein, wir haben zu Hause Petra. Oh, die sind jetzt schon so nah zusammen. Ich möchte irgendwie schon beide jetzt zusammen ein bisschen Wärme genießen. Oh. Warum muss das Spiel mir jetzt immer wieder vorzeigen, ich habe keinen Freund mehr? Das ist doch echt blöd. Egal. Ich schweife mal wieder ab, das möchte ich eigentlich nicht. Naja, eigentlich ist ein blödes Wort. Egal. Ich mach weiter. Ja. Wir hatten ja schon mal die Möglichkeit, Eivor nochmal jemandem mit jemandem ein Techtelmechtel machen zu lassen. Da habe ich ja gesagt, ach, was Petra und ich weiß, das macht sie nicht heiß. Genau das sage ich jetzt auch.
Aber ich drücke jetzt nicht die Nein-Antwort, sondern ich drücke auf Ja. Meinst du so? Ich kann nicht sagen, wie ich das morgen sehe, Eivor. Sei still, Willi. Ich kann auf jeden Fall sagen, so wie ich jetzt im Spiel... Oh. Du weißt, dass das nur ein Moment der Lust war. Ein flackerndes Feuer. Ja. Wirklich? Wir ließen unsere Leidenschaft freien Lauf. Dieses eine Mal. Oh. Ich sollte zurück. Ausruhen. Die Beerdigung wird noch im Gange sein, wenn du ausgeschlafen hast. Ey, wo willst du schlafen? Na gut. Willi ist bereits weg. Vermutlich, um sich auf die Beerdigung vorzubereiten. Scheinbar ist das doch nur ein Techtelmechtel für einmal gewesen. Schade. Was ich gerade sagen wollte, ich bin normalerweise nicht so für... zwei, drei Leute gleichzeitig oder kleine Romanzen so zwischendurch, obwohl man zu Hause einen Partner hat. Womöglich möchte ich das hier einfach nur ein bisschen ausleben, weil ich es in real nicht so mache. Finde ich auch ganz, finde ich ganz schrecklich. Wenn jemanden meinen zu müssen, ich habe einen Partner, ich kann es mir dann trotzdem aber leisten, so zwischendrin mal so ein Techtelmechtelmach zu haben, so mittendrin. Dabei vertraut der Partner daheim, dass derjenige treu bleibt und nicht mit jemand anderem. So viele denn, so viele Nordleute. Das wird der Abschied sein, den Heming verdient. Die Bestattungsvorbereitungen laufen nach Plan. Übe dich in Geduld, Jarl Heming. Wir schicken dich bald auf deine letzte Reise. Ja, schön, schön, dass da immer wieder was zwischendurch gequasselt wird, wo ich noch nicht fertig war. Jetzt habe ich auch den Faden verloren, während ich zugehört habe. Auf jeden Fall, ja, verdient, also erhält Heming das, was er verdient als Jarl. Und... ach, da müssen wir hin. Und ich habe mich gerade schon gewundert, wo sind hier denn bitte schon so viele Dänen? Und Nordleute generell und so. Ja, also ich finde es einfach nicht, ich finde es einfach generell moralisch nicht schön, wenn ein Partner, also wenn jemand einen Partner zu Hause hat, der Partner vertraut einem und dann nutzt der das Vertrauen einfach aus, um, ja, irgendwie mit einer anderen 0815 Person einfach mal rumzupoppen oder so. Ja, finde ich nicht schön. So wird das Vertrauen wirklich komplett zunichte gemacht, sobald die Person zu Hause das erfahren sollte. Von irgendjemandem anderen oder von einem selbst oder, ja, wenn der Partner das dann rausfindet, weil... man zufälligerweise dann eine Nachricht aufploppen sieht, in der dann so rumgeflirtet wird. Oh, na schön, war das letztes Mal, letzte Nacht oder so. Können wir das mal wiederholen oder so? Also, ne, das finde ich echt blöd. Egal. Wir machen weiter mit der Heming-Verbrennung. Wir nehmen Abschied von unserem lieben Freund. Und sprechen noch mal mit ein paar Leuten. Sag mir, welche Totengabe konntest du deinem Jarl anbieten? Etwas Fusel überlebte das Feuer. Er wird Heming in Odins Hall wärmen. Wenn er nicht aufpasst, wird der Fusel ganz Walhall niederbrennen. Ja, der Fusel, der ist ja verbrannt. Der hat uns fast gekillt. Und man merkt eigentlich schon, man merkt schon, die ist ganz schön weggedreht, also die ist ganz schön
ganz schön betrunken. Hier, alter Freund. Wie schön, dich hier zu sehen. Ah. Ist Yuffmina auch hier? Einer von uns musste in Jofovik bleiben. Sie wäre gern gekommen, aber unsere Pflichten ruhen nicht. Wohl wahr. Nur Jarl Heming genießt nun dieses Vorrecht. Ja. Wenn man es so sagen kann, auf jeden Fall. So, wer ist hier? Eine Nonne? Äbtissin? Ich habe dein Gesicht bisher noch nicht in Hemings Clan gesehen. Woher kommst du? Okay. Ich komme im Namen des mächtigen Halfdan Ragnarsson aus Nordhymbre und bringe eine Gabe für den verschiedenen Jarl Heming. Diese Leute sind gute Trinker und gute Krieger. Halfdan wird zufrieden sein. Halfdan Ragnarsson. War das der Bruder von Ivar oder ist das noch ein anderer Ragnarsson? Naja, werden wir sehen. Okay. Dann will sie nicht mit uns quatschen, dann halt nicht. Reden wir mit Willi. Eivor, mein Vater macht sich zu seiner letzten Reise auf. Seien die Winde ihm gewogen. Die Edelinge haben ihre Totengaben abgelegt. Alle bis auf dich. Zeig, was du hast, und die Feier möge beginnen. Ich habe es hier. Okay. Legen wir es ab. Ein Schild, in den das Schicksalsnetz gewoben ist. Wie du dein Huga in unsere Leben geflochten hast. Mögen die Skalden von dir berichten, derweil die Götter dich umarmen. Feiere in den Hallen der Tapferen und Freien, mein Freund. Steh mir zur Seite. Sprich mit dem Herzen, Hemingsson. Hemingsson. Heute betrauern wir das Scheiden von Jarl Heming von Snotingahamshire, meinem Vater. Unserem Vater. Er war eine Naturgewalt. Eine Stärke, die man fürchten und bewundern konnte. Nun ist er tot. Zusammen sind wir ein Beispiel seiner Größe. Ich sehe ihn in euch allen. Seine Liebe für die Schlacht, aber auch für den Frieden. Für Weisheit, Trauer und Freude. Seine Großzügigkeit. Seinen Huga. In euch sehe ich sein Leben. Und seine Liebe zur Milch. Götter, liebte er das Saufen. Wir sind all das, weil er all das war. Okay. Von 0 auf 100 dunkel geworden. Vater, wir werden für unsere Kinder sein, was du für uns warst. Und wenn sie bereit sind, werden wir uns wiedersehen. Schöne Worte, Willi. Mögen wir uns wiedersehen in Valhall. Verabschiede dich von ihm.
Sunifa, reite nach Hemthorpe und mach das Langhaus für das Ting bereit. Der nächste Jarl wird bald feststehen. Meine Güte, was haben denn die jetzt bitte schön für Probleme? Ja, das finde ich echt schon sehr heftig, was man hier alles so verbrennt. Nur wegen einem hohen Tier. Schon heftig, was, wie die eben hier gerade hin und her gelaufen sind. Ist heftig. Nicht länger von Hühnern belagert, wie ich sehe. Wirf die Drachen mit dem großen Jarl aus Feuer. Wir werden sie zusammen verschlingen. Ja klar, Drachen. Ich erkenne dich kaum wieder außerhalb deiner Höhle. Ich bereute es, meinen großen Jarl nicht mehr gesehen zu haben. Du hast ihm etwas Gutes damit getan, dass du hier bist. Darauf kannst du aufbauen. Trink. Trink reichlich. So ganz allein am Rande. Trotzdem hat er noch die Treue gezeigt, indem er gekommen ist. Ja, das ist wirklich eine Treue. Wird dein Gotteswasser das Feuer überstehen? Das wird es. Und sollte Jarl Heming es wollen, wird unser Gott bereit sein, ihn in sein himmlisches Königreich aufzunehmen. Das ist doch wirklich schön zu hören. So, dann laufen wir mal zu Sunifa. Um dann endlich den neuen Jarl zu benennen. Oder generell zu erfahren, wer der nächste Chef hier wird. Wow, das sind ganz schöne viele Hasen hier. Das sind ganz viele Hasen. So. Müssten jetzt ein paar sein, die hier. Naja, okay, zwei. Naja, gut. Ich dachte, es wären mehr. Yay, noch ein dritter. Ja, ist ja gut, ich höre schon auf. Dass die sich mal so erschrecken müssen. Schenkten sie ihrem Jarl einen schönen Abschied? Ja. Die Frage kommt mir jetzt gerade ein bisschen komisch vor. Das taten sie. Niemand trinkt so gut und viel wie Hemings Clan. Die Nachfolge muss bald verkündet werden, bevor wir alle zu betrunken und erschöpft sind, um uns an unseren Namen zu erinnern. Das stimmt. Ruf die zusammen, die dabei sein müssen. Das Ting beginnt bald. Eivor! Ist dir nicht wohl? Die Bürde der Trauer ertränkt im Met. Und von einem Gedanken betäubt. Ich stehe zwischen diesem Mann und der Jarlwürde. Ihr steht Seite an Seite, Vili. Und einer von euch muss es sein. Mein Vater stellte uns Seite an Seite, weil er deiner Weitsicht vertraute. Was siehst du also? Oh Mann, ich finde das immer so fies. Also, ja, es ist schwierig. Hatte Trigvi vielleicht Kinder? Weil sonst ist es ja wieder so. Ach, Menno.
Ja, also ich möchte Willi schon an unserer Seite wissen. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Willi ein guter Jarl werden könnte. Oh, ich weiß es echt nicht. Oh, mit welcher Entscheidung könnte ich denn nachher leben? Ich möchte ihn bei mir haben. Ich möchte Willi mithaben. Ich sehe einen Dränger vor mir. Ein Mann, der sich nach Kampfesruhm sehnt. Trückvi sollte Jarl sein. Und du? Du solltest deinem eigenen Weg folgen. Wohin er dich auch führt. Eine Klippe hinab und ins Meer, wenn du das so brauchst. Du weißt, wie man einen guten Augenblick zerstört, Wolfsmal. Vor einiger Zeit fragtest du, ob du bei uns leben könntest. Als einer unseres Kriegstrupps. Willst du das noch immer? Mit dir und Bragi plündern? Bei den Göttern, ja. Blut und Met vergossen wir in Strömen. Um der alten Zeiten willen. Und der neuen. Behalte das Gesicht des alten Mannes im Blick, wenn er von unseren Plänen erfährt. Ja, manchmal habe ich wohl gute Momente und manche sind ein bisschen zerstörerisch. Ich stehe vor euch als Willi Hemmingsson, aber nicht als Jarl. Es gibt nur einen Mann, der die benötigte Ehre und Weisheit besitzt. Nur einen Mann, den mein Vater als würdig erachtete, ihm zu folgen. Trückvi, Jarl von Snotingerham. Mögest du stolz auf Hemings Pfad schreiten. Was soll das? Alter Freund, du verdienst das. Und so viel mehr. Sei stolz. Meine Zukunft liegt woanders, Trückvi. Ich werde mit Eivor gehen. Um mit dem Rabenclan zu leben und zu kämpfen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag ja. Ja, hab Dank, Willi. Eivor. Gut gemacht, Stockarsch. Immer dieses Stockarsch. Bis mein Weg mich nach Hause führt, diene ich unter deinem Banner, Eivor. Eivor. Mein erster Erlass soll Hemings Wunsch folgen. Ein Bündnis zwischen unseren Leuten. Wenn du rufst, werden wir folgen. Wie wir es für dich tun werden, Jarl Trückvi. Er sieht sich wirklich sehr, sehr erfreut darüber aus. Ja, er ist leider nur in unserem Kriegertrupp. Es war Zeit, dass ich in die Siedlung zurückkehre. Ja. Keiner kann Jarl Hemin das Wasser reichen, doch ich tue mein Bestes, ihn zu vertreten. Danke, Eivor. Ich vertraue dir Willi an. Okay. Dann geht es wieder zurück zu Ranfi. Mal wieder. Ja, hier sind ja noch sehr viele Sachen, ne? Oh, warte, muss ganz gut. Ja. Ja.
Großmädchen Vantari lebte, die für ihre Haltung. Ach, das machen wir ein anderes Mal. Ja, den wollte ich noch holen. Genauso den Raubzug machen wir ein anderes Mal. Hoppala. Nein, das wollte ich nicht. ich wollte die Schnellreise machen. Ich wollte die Schnellreise machen. Da, Schnellreise. Ja. Das war auf jeden Fall ein interessanter Story-Arc. Interessant auf jeden Fall, wie lange es braucht, so einen Scheiterhaufen vorzubereiten. Ja, nicht nur ein Scheiterhaufen, generell das alles drumherum. Das ist echt schon heftig. Ich finde den Flegel sowas von cool. Hui, wachu! Wie so ein Nunchako. Oh, diese Ladezeiten sind ja echt immer heftig lang. Und ich habe jetzt auch schon zweimal gemerkt, dass da irgendwie die Figuren, ne, die Personen, die werden auch nicht immer sehr, sehr gut angezeigt. Bitte, Reda, erzähl ja, noch eine letzte noch, aber nur weil ihr alle so guten Geschmack. So, das wird dann auch wohl das letzte sein in diesem Part. Was gibt es Neues, Eivor? Wir haben ein Bündnis geschlossen. Das ist ich neu. Ich bin eine traurige und frohe Kunde, Randvi. Jarl Heming in Snottingerhamshire starb. Doch sein Clan bleibt uns verbunden. Traurige Nachrichten, aber ein guter Ausgang. Bei meinem Besuch traf ich meinen alten Freund Vili. Er hat sich unserem Clan angeschlossen und wird Krieger auf meinem Schiff sein. Ich erinnere mich an den jungen Mann. Er wird deine Besatzung gut ergänzen. So. Ah, interessant. Jetzt haben wir noch eine Statue als mögliches Bündnis. Ja, okay. Ach ja, Winchester, ne? Okay, das werden wir dann aber nicht jetzt machen. Beim nächsten Mal weiß ich auch nicht, ob wir es machen. Ist das jetzt Willi? Willi, unser lieber Kumpel! Mit ihm reden wir nochmal. Willi, lebst du dich gut ein? So gut es mir möglich ist. Ich bin gern hier bei dir und deinen Leuten. Ich bin genau da, wo ich sein sollte. Gut. Und nur, dass du es weißt. Wir haben hier jegliches Holz, das dein Herz begehrt. Eiche, Buche, Kiefer. Falls es dir vom vielen Rumsitzen in den Fingern juckt. Das höre ich gern, Eivor. Ich werde meine Schnitzkünste walten lassen. Und deine Suppe damit umrühren. Ulfi, schön dich zu sehen. Ach so, da, ich wollte sagen, hä, Ulfi? Hä? Was ist los, Kumpel? Okay. Hat er da gerade irgendwas gesehen oder warum hat er so komisch geknurrt?
Naja, gut, egal. Wir machen hier eine Pause. Die Möglichkeiten, wie es weitergeht, sind gerade ein bisschen minimiert worden. Wir haben die Möglichkeit, mit Valkar zu schnacken, nach Jötunheim zu reisen oder zu unserem nächsten Ordensziel Venkester. Dafür müssten wir dann auch mit Ranfi nochmal wieder schnacken. Ja, da überlege ich mir nochmal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen oben da oder abonniert mich. In jedem Fall zeigt mir das dann, dass ihr mich sehen mögt. Und ja, hilft mir dann auf jeden Fall, mehr Reichweite zu erlangen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann.